Ja, hallöchen ihr, der Nalef hier und willkommen zurück bei Fallout 76 Skyline Valley, ihr Lieben, wo es weitergeht mit der Questline und der nächsten Quest, die heißt Unterschiedliche Ansichten. Und ich muss erstmal hier mit dem lieben Oberen sprechen. Mal gucken, schade, dass uns die Leute was er zu sagen hat. Das Avocado-Gesicht, hör mal. Hey! Ich würde dich gerne in eine höchst vertrauliche Angelegenheit einweihen. Okay. Gut, ich bin bereit. Was soll ich als nächstes tun? Um ehrlich zu sein, gehörst du zu den wenigen Personen hier, denen ich davon erzählen kann. Das ist gut. Auch wenn das nicht besonders viel bedeutet. Für mich schon. Ich habe nicht die ganze Wahrheit über meine Aufgabe hier erzählt. Weder dir noch den anderen im Vault. Nicht einmal Hugo. Okay. Ich bin Lieutenant Colonel James T. Oberlin, United States Army. Aktiv im Dienst. Ich habe meine Verbindung zur Army nie aufgegeben. Okay. Ich sag's so ungern, aber ich glaube nicht, dass da draußen noch viel vom US-Militär übrig ist. Und zwar aus gutem Grund, nehme ich an. Ja. Viel von unserem Vorgehen bleibt der Öffentlichkeit verborgen. Wie gesagt, aus gutem Grund. Schade, dass uns die Leute fehlen. Gut, ja, dann red weiter. Ich wurde ursprünglich mit der Leitung eines staatlich geförderten Wetterforschungsprojekts betraut, das beendet und dann von Mr. Stolz übernommen wurde. Okay. Obwohl ich über begrenzte fachliche Kenntnisse verfügte, erachtete Mr. Stolz meine Erfahrung mit dem Projekt als wichtig für den Übergang. Okay. Dieses Projekt führte zur Entwicklung der Vault-Wettermaschine und schlussendlich zu der Misere, in der wir stecken. Ich habe mit meinen Kollegen in der Army stets Kontakt gehalten und von Gutem wie Schlechtem berichtet. Gut. Du warst also die ganze Zeit ein Spion? Nicht ganz. Als ich mich Mr. Stolz anschloss, habe ich klargestellt, wem meine Loyalität gilt. Es schien ihn nicht zu kümmern. Ob er damals verstanden hat, dass sich daran auch lange nach dem Zusammenbruch der Welt nichts ändern würde, nun ja, ist mir gleich. Okay. Gut. Und wo komme ich dabei ins Spiel? Ich habe vor kurzem einen meiner Untergebenen losgeschickt, um meine Erkenntnis in einem toten Briefkasten von mir zu deponieren. Leider ist er noch nicht zurückgekehrt. Ja, wie die meisten. Ich befürchte das Schlimmste. Ich denke auch. Daniel ist ein guter Mann. Wir müssen ihn zurückholen, wenn das noch geht. Dann wäre da noch der Bericht und die Frage, ob er weitergegeben wurde oder womöglich in die falschen Hände geraten ist. Okay, was steht in diesem Bericht? Informationen zur Wettermaschine, dem Sturm, den Verlorenen und der Umtriebigkeit von Mr. Stolz. Wenn sich weiterhin alles überschlägt, muss ich eventuell zusätzliche Verstärkung anfordern. Sie müssen über die Vorkommnisse informiert werden. Gut. Daniel ist auch ein Mitglied des Militärs? Nein, Daniel gehört zur Security, die Mr. Stolz angeheuert hat. Okay. Aber er ist weiterhin Teil meines Teams. Auch wenn ich das Team nicht selbst bestimmen konnte, vertraue ich allen Mitgliedern. Es ist furchtbar, nichts über Daniels Zustand zu wissen. Gut. Ich gehe zum toten Briefkasten und suche dort nach Daniel. Danke. Bitte. Der tote Briefkasten befindet sich beim Hinob Tower am westlichen Rand des Parks. Gut. Wir hatten da zwar noch nie Probleme, aber es könnte sein, dass die Verlorenen dort ihr Unwesen treiben. Oder eine andere Gruppierung, die vom Sturm angelockt wurde. Du wirst jedenfalls ohne Vorbereitung reingehen. Das kenn ich. Mach dich auf alles gefasst. Ja, ja, ganz entspannt. Ich bin das gewohnt, Mama. Ist das wird schon. Her, Mama. Dass wir hier mal geht zum Ausguck vom Hinob. Den haben wir ja beim letzten Mal schon freigeschaltet, deswegen gehen wir erstmal hier, ne? Stealth und dann gehen wir da rein. Schleich dich ins Versteck der Blutadler. Vor allem schleichen. Mir fehlt meine Mama. Okay, bin ich richtig geskillt? Hör mal. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Ja, alles cool, easy. Ja, okay, cool. Gut. Ganz entspannt. So. Versuch's noch. Einmal. Dann bleib eben
versteckt. Zweimal. Dreimal. Da war neulich ein Legendärer drin gewesen, ne? Ich erinnere mich, der da oben, die Nudel. Ich bin der Puff, du bist die Henne. Ich bin der Puff, du bist die Henne? Was? Was? Hä? Ich habe das gerade akustisch nicht verstanden. Ich habe nur Puff gehört. Beste Deckung. Allerbeste Deckung. So. Wunderbar. Easy shit hier. Bestes Schleichmanöver seit langem. Gönn dir. Das ist so ätzend, dass er diese ab 3 immer einzeln die Scheiße aufhebt. Ja, das ist so furchtbar. Gönn dir. Stimpack. Lederchen, Säure. Nice one. Alles klärchen. Was? Radio. Okay. Was haben wir hier? Kochplatte. Battery. Wecker. Granaten. Sicherung. Kleber. Alles, was man braucht. Bisschen Money. Bisschen Blumentopf. Bisschen Keramik. Klärchen. Okay, dann geht's irgendwo hier rein? Oder ist er da tot am Rumliegen? Okay, Heinop, Feuerturm. Suche im Versteck nach Daniel. Okay, das ist da hinten. So, du siehst nicht mehr so ganz knorke aus, hör mal. Ich mach es. Wenn sie mir den Rücken zukehren, dann schwöre ich. Ich mach es. Einmal weniger zu stopfen. Oha. Easy. Easy. Okay, Daniel war also hier. Er hier. Heinop Kellerschüssel. Alles klar. Easy. Was habt ihr alles dabei? Aber eine Fissung brauchen wir eigentlich nicht. Das hier, das hier. Abgeschlossenen Seesack. Wir gehen aber erstmal hier drin gucken, was da so ist. In dem schönen Lagerbereich. Safe. Skill 2. Haarklammerbox. Komm, lass mal knacken. Einmal. Zweimal. Schauen wir da halt mal rein. Ist okay. Das heißt, wir könnten hier vorne den Seesack jetzt auch mal mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Psycho. Wo war das Ding hier? Jawohl. Ja, komm, dann nehmen wir halt die ganze Scheiße mit. Ist okay. Nimm's halt mit. Super Stimpack. Brettspiele. Oh Gott. So, in die Richtung. Das hat lang gedauert. Hier scheint es uns nichts mehr zu sein. Laut abgeschlossene Kisten hier. Okay.
Okay. Dann gehen wir rein. Dafür brauchtest du den Schlüssel. Und hier drinnen liegt der liebe Daniel. Daniels Holoband. Leider, Hainop ist in Gefahr. Eine schwer bewaffnete Gruppe von Fremdlingen hat dort ihr Lager aufgeschlagen. Nur eine Frage der Zeit, bis sie mich hier oben finden. Ich denke, das war's für mich. Aber ich will reinen Tisch machen, Leiter. Ich will mit reinem Gewissen unter die Erde gehen. Das alles hier, die Berichte, die Army, nichts als Lügen, Boss. Die Akten gingen immer direkt an Mr. Stolz. Wir sind seine Männer, Leiter, nicht ihre. Nicht wirklich. Es gibt keinen Kontakt beim Militär. Nur Hugo. Die Eingeweihten unter uns sind hergekommen und haben ihn etwas vorgespielt. Aber das ist kein toter Briefkasten, sondern nur unser Raucherpausentreffpunkt. Tut mir leid, dass Sie so davon erfahren, Leiter. Sie sind einer von den Guten. Trauen Sie dort unten niemandem. Wir sind alle seine Marionetten. Oh, Scheiße! So, Oberlin spricht. Stolz, Geduld scheint sich ausgezahlt zu haben. Der Leiter des Organic-Sektors hat einen Außenseiter, einen Bewohner von Vault 76, Zugang zum Vault gewährt und jetzt lässt der Aufseher ihn für uns arbeiten. Ich habe dem Vault-Bewohner bereits selbst einige Aufträge erteilt, um mir ein Bild von ihm zu machen und mit ein wenig Glück mehr darüber zu erfahren, was Scholz im Schilde führt. Der Vault-Bewohner hat die Aufträge zu meiner Zufriedenheit ausgeführt und könnte wahrscheinlich auch mit sicherheitsrelevanten Aufgaben betraut werden, weil die Rechte bleiben abzuwarten. Stolz hat andere angestachelt, eindeutigere Antworten auf die Fragen rund um das Wesen der Verlorenen zu finden. Darüber hinaus plant er, Tests zu verschiedenen neuen Konfigurationen der Wettermaschine durchzuführen. Ich vermute, dass er bald zur Tat schreiten und uns diesmal alle damit gefährden könnte. Ich könnte unter Umständen Verstärkung gebrauchen. Ich bitte hiermit offiziell um die Stationierung des Militärs in Shenandoah. Das Labor befindet sich unterhalb der alten Hawksbill-Wetterstation. Bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor. Gott sei mit Ihnen. Lieutenant Colonel James Oberlin. Okay. Optional befrage Hugo. Ich würde sagen, das machen wir. Fragen wir Hugo und guck mal. Was der zu sagen hat. So. Du wirkst unruhig. Fordert dich deine Arbeit für Leiter Oberlin so sehr? Du hast Oberlin zum Narren gehalten. Wie plump. Komm schon, worum geht es hier wirklich? Weißt du was, ist eigentlich auch egal. Ich bitte dich, haltlose Anschuldigungen zu unterlassen. Ja, komm, scheiß drauf. Vielleicht kann ich mich auf seine Seite stellen. Wir gucken mal, ob das möglich ist, dass ich zu Hugo halte. Schade, dass uns die Leute fehlen, um den Laden auf Vordermann zu bringen. So, hi. Du bist zurück, aber ohne Daniel. Nee, der ist tot. Was ist geschehen? Naja, Daniel hat es nicht geschafft, aber der Bericht ist raus. Die Armee wird hiervon erfahren. Verdammt. Daniel war ein guter Mann. Zum Glück war sein Tod nicht umsonst. Danke, dass du seinen Auftrag ausgeführt hast. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Ich weiß nicht, wie ich den anderen Daniels Tod beibringen soll. Er war bei allen beliebt. Ich habe keine weiteren Aufträge für dich. Okay. Es gibt sicher andere, die deine Hilfe gebrauchen könnten. Danke nochmal für deine Bemühungen. Wegtreten. Ma'am. Alles klar. Eine kurze Quest. Haben wir es erledigt. Okay, schauen wir mal, was bei rumkam. Schade, dass uns die Leute fehlen, um den Laden zerschmetterte Erde.
19 Wolken ist die nächste Quest, okay. Was ist zerschmetterte Erde? Drin bitte nichts an. Ja, halte doch. Wurde schon genug beschädigt. Halte doch alle mal die Backen. Ich muss Audrey im Auge behalten. Hey, meine Fresse, ist das anstrengend. Mir fehlt die Forschung. Schaden hört sich pro Abhängigkeit bis zu 5. Und Handmade. Scheiße, mir fehlt mein altes Leben. Das Ding ist natürlich auch. Das sieht cool aus. Den heben wir auf jeden Fall. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wie es weitergeht, das erfahren wir beim nächsten Mal, ihr Lieben. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.